Das Studium WMA bietet die einmalige Gelegenheit, 5 von 6 Grundwissenprüfungen in der Ausbildung zum Aktuar zu machen. Data Science ist bei uns kein modischer Begriff, mit dem man versucht, angestaubte Studiengänge aufzupeppen. Wir wissen, dass die Mathematik, die unsere Studierenden lernen, genau die ist, die sie später brauchen, im Beruf oder fürs Masterstudium. Wenn du auf der Party erzählst, dass du Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften studierst, dann ist dein Gegenüber weg, ehe du fertig gesprochen hast. Bei Data Science passiert dir das garantiert. Nicht nur der Studiengang ist etabliert, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen und bieten das duale Studium an. Die Berufsaussichten für Data Scientisten sind nicht gut. Sie sind nicht sehr gut, sie sind hervorragend. Bei Besuchen in Unternehmen stellen wir immer wieder fest, dass aus der Not heraus fachfremde Personen wie Wirtschaftspsychologinnen oder BWLer als Data Scientisten eingestellt werden. Natürlich würden die Unternehmen viel lieber jemand mit Data Science Studium einstellen. Bei unseren Praktikumsbörsen sind regelmäßig deutlich mehr Unternehmen da als Studierende. Noch Fragen? Bei uns wird Praxis groß geschrieben. Neben den klassischen Mathevorlesungen wie Analysis und lineare Algebra, die du auch in Wirtschaftsmathematik findest, gibt es bei uns gleich im ersten Semester Data Analytics und Python. Da siehst du gleich, wozu du Mathe brauchen kannst. Bei Wirtschaftsmathematik musst du da lange drauf warten. Der Data Science Studiengang wird von vielen Fakultäten unterstützt. Und das hat echte Vorteile. Digital Storytelling wird von der Fakultät für Gestaltung unterrichtet, objektorientiertes Programmieren und Datenbanken von den Informatikern und Domänenwissen wie Psychologie und Maschinenbau von den Expertinnen und Experten der jeweiligen Fakultäten. Eine solche Unterstützung durch die anderen Fakultäten ist einmalig. Erwiesenermaßen arbeiten Gruppen besser zusammen, wenn die Geschlechter gleich verteilt sind. Und im Gegensatz zu anderen MINT-Studiengängen haben wir regelmäßig einen hohen Frauenanteil. Und das ist bei Data Science ganz anders. Es steht also unentschieden 5:5. Der Wettkampf geht in die entscheidende Verlängerung. Wer gewinnt? Schreibt euren Tipp in die Kommentare und schaut euch in 2 Wochen das Finale auf diesem oder auf dem WMA-Kanal an.